Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Landwirtschaftssimulator 19. So, ja, ich war gerade noch in der Pause und das heißt, wir fahren unseren Drescher hier zurück. Unsere Kollegen sind ja alle am Arbeiten und ja, das schalten wir ab hier. Ja, es geht weiter. Wir sind mit der Ernte fertig. Alpha I hat die Arbeit erfolgreich beendet. Okay. Dann wird der gleich weiterarbeiten. Und zwar werden wir den gleich zum Düngen schicken. So, stellen wir mal dahin. Wir haben ja in den letzten Folgen Probleme gehabt mit unserem Unkraut. Ich hoffe mal, das legt sich noch. Wir fangen da unten an mit Düngen. So, hier fangen wir an. Ich hoffe, da hat alles gekalkt. Nein, hat er nicht. War ja klar. Meine Herr, echt. Immer muss man nacharbeiten. Hätte ich gleich gucken müssen. So. Kalk kann man dann auch wieder auffüllen. Und bumm. Aber jetzt sieht es anständig aus. Okay, dann können wir düngen. So. Na? Leg los. Du bist am Arbeiten und du auch. Sehr schön. Dann können wir dich zurückfahren. Ich kann leider nicht so immer auf die Kommentare eingehen, falls ihr mal welche schreibt, weil ich nehme immer ein paar Folgen im Voraus auf, weil ich unter der Woche sehr wenig Zeit habe. Ja, und mal ein paar Informationen so ein bisschen nebenbei am Rande. Wenn unter der Woche mal nicht Folgen, also wenn unter der Woche keine Folgen erscheinen, dann ist es wirklich so, dass ich keine Zeit habe, dass es am Wochenende wieder irgendwas dazwischen gekommen ist, irgendwas anderes, familiäres oder sowas, dann fallen auch Folgen aus. Also ich versuche wirklich täglich einen rauszubringen, aber es funktioniert leider nicht immer. Aber ich gebe mein Bestes. So, alles für den Landwirtschaftssimulator 17 müsste ich jetzt dann Folgen eigentlich dann alle für die kommende Woche im Kasten haben. Und dann schauen wir mal, was meine Zeit noch übrig ist. So viel mal kurz nebenbei dazu.
solange ich hier fahre. Es kommt natürlich hier Gegenverkehr. Ja, er blickt ab, Gott sei Dank. Er blickt Gott sei Dank ab. So, wir müssen nachher unseren Kalb auffüllen. Ja, das werden wir gleich mal kontrollieren, ob er wirklich die Arbeit erfolgreich beendet hat. Hier kommt die Meldung, Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das kontrollieren wir dann gleich mal, ne? So, ich gehe mal zurück bis zur nächsten Ernte. Vielleicht können wir uns ein bisschen was Besseres leisten. So. Ja, du hast die Arbeit beendet. Ganz klar. Ich fahre wieder einen Stiefel zusammen. So, jetzt. Tu mal die Arbeit hier mal beenden, was du angefangen hast. So. Ein bisschen größeren. Oh, nehme ich den Zug. Das haben wir alles, ja. Und nicht gegen nicht gegens Klohaus fahren. So, okay. Das Feld ist zum Einsehen bereit. Das werden wir mal die Felder da drüben nochmal düngen. Nach dem Sehen. Und der Kollege ist auch bald fertig. Dann können wir da nämlich direkt weitermachen. So, gib Gas. Jetzt. Auf geht's. Auf. So, der arbeitet. Wunderbar. Der ist auch bald fertig. Und ihr seht, wir haben ein viel schöneres Bild jetzt, was hier die Einsaat angeht. Wir haben nicht mehr so die Löcher hier drin. Ja, das liegt wirklich am Gerät. So, Unkraut. Ja, das ist das Problem. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. So, der ist gleich fertig. Und dann schicken wir den gleich zum nächsten Feld. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Da hat wieder so komische Flecken drin. Das gefällt mir nicht. Das schauen wir uns gleich mal an auf der Karte. Da sieht man das nämlich am besten. Ja, das sind so noch die Anfangsschwierigkeiten, wenn das Spiel neu rausgekommen ist. Ich hoffe mal, dass das alles noch behoben wird. So, gucken wir uns mal kurz auf der Karte an. Wo die 24 sieht eigentlich ganz gut gedüngt aus, bis auf hier. So, was macht denn unser Kollege? Du machst hier gleich weiter. Ich muss mal kurz darüber laufen. Tut mir leid. Was ist hier? Bedingt 100% im Wachstum. Also es sind irgendwie Grafikfehler. Okay, der düngt. Ja. Okay. Dann haben wir jetzt gerade einen Moment, es sind alle Traktoren im Betrieb, ne? Wie sieht das hier aus? Nicht schön. Nicht schön, was er da macht. Gar nicht schön. Okay. Da müssen wir mal wieder Nacharbeit machen. So, ja, du meinst, du hast die Arbeit erfolgreich beendet. Ja, das bezweifle ich.
So wird ein Schuh draus, ja? Junger Mann. So. So sieht es aus, wenn die Arbeit, naja, erfolgreich beendet ist. Also das Feld, da müssen wir uns nochmal vornehmen. Wir holen uns auch mal das Kalkfahrzeug schnell, weil da müssen wir eventuell auch nochmal ein bisschen nachkalken. Und das machen wir gleich mal. Dachte ich gerade, unser Düngefahrzeug kippt rum. Das wäre ja das Super-GAU gewesen. Und dann können wir schon mal langsam aber sicher hier wieder den Hof ein bisschen aufräumen. So ein bisschen Kalk haben wir noch drin. So, jetzt muss ich nur mal direkt auf der Karte gucken, wo das war. Am besten ist, ja, wir machen einmal eine komplette Reihe hier. So. Jetzt ist da alles gekalkt. Wunderbar. So, dann räumen wir mal den einen Hänger auf. Und dann gucken wir mal, wie unsere Sojabohnenpreise sind. So, die stellen wir mal dahin, weil die müssen wir nämlich dann füllen wieder. Naja, lass mal dahingestellt, wie es da aussieht. So, dann räumen wir mal auf und werden wir in nächster Zeit nicht brauchen bis zur nächsten Ernte. So, dann stellen wir auch in die Halle. Gucken wir mal, ob ich ihn reinkriege. Ich kann auf jeden Fall, ich sage euch gleich eins, ich kann nicht rückwärts fahren mit Drehschemel. Darum mache ich zum Glück eine relativ große Halle. Da können wir den nämlich direkt dahinstellen. So. Machen wir zu und koppeln ab. Hier koppeln wir mal den Düngestreuer an, weil der kann nämlich dann gleich düngen. So. Ja, der fährt. Gut, was wir noch machen können, wir koppeln, holen wir unseren großen Hänger hier. Wenn wir da rankommen. Wir hätten das Saatgut reingestellt, mitten im Weg, ey. Naja. Und laden hier mal unsere Sojabohnen ein. Muss mal gucken, wie sind die Preise. Soja, 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 Soja. 1750 und fest am Hafenspeicher. Okay, dann werden wir es doch verkaufen. Gucken wir mal, wie viele Einnahmen wir dann da haben.
So. Weizen haben wir nicht. Erste Hafer, Raps, Sonnenblumen. 14.000 Liter nur. Naja. Sind ja auch nicht groß, die Felder. So, der Kollege ist am Flügen, wie sich's gehört. Und der ist auch gleich fertig. Dann, wenn er nämlich fertig ist, werden wir ihn aufs nächste Feld schicken. Naja, haben wir halt das Unkraut weggekuppert. Auch recht. Ja, ja, ich... Er muss nochmal fahren. So, dann werden wir das Saatgut nochmal auffüllen dann. Fährt er nochmal oder muss ich selber machen? Ja. Wisst ihr was? Ich mache das selber. Lassen wir ihn da mal wenden. Und dann machen wir den Rest selber. So. Dann weiß ich auch, dass es gemacht ist. Und er hört nicht irgendwo mittendrin auf. Ja, ich habe es aber jetzt auch nicht anständig gemacht. So. So, das ist fertig. Und dann kannst du hier gleich weiter einziehen. Jetzt gucken wir mal, da steht noch Saatgut rum. Machen wir hier gleich mal voll. So. Und los geht's. Naja. Den Rand macht er nicht immer so schön, aber ich setze ihn auch blöd hin. Seht ihr? Dann müssen wir nachher nochmal selber machen. So, du bleibst mal da. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall dann schon mal unsere erste Ernte verkaufen, ja? Jetzt müssen wir dann nur noch das Feld hier düngen. So, und los geht's. Okay. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt hier an dieser Stelle mal verabschieden. Ich werde den hier mal noch arbeiten lassen. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Wir lassen die hier fertig düngen und einsehen. Und wie gesagt, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.